So, und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Agrarian Skies. Ihr wisst Bescheid, auf meinem Kanal Perlente. Und ich klicke auch gleich auf Back to the Game. Ihr seht, ich habe die, wie heißt das, GUE Scale oder keine Ahnung, ein bisschen größer gemacht. Das heißt, ihr habt das jetzt alles größer, weil ich finde, das sieht auf YouTube dann besser aus. Und ja, was machen wir heute? Wir haben jetzt, wenn ich mal das Questbook öffne, klick hier to start. Open. Die Quest, wir müssen jetzt Smooth as Silk machen und ja, dann würde ich sagen, wir machen das auch. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ja, es könnte sein, dass das jetzt ein bisschen anders klingt, weil ich habe mein Mikrofon anders positioniert, ist ein bisschen jetzt näher dran. Das heißt, es könnte jetzt ein bisschen mehr Bass drin sein in der Stimme, finde ich, klingt besser. Und ja, was ich jetzt machen werde, ich werde viel Holz erstmal farmen und dann dahin, wie gesagt, letzte Folge angesprochen, eine kleine Plattform bauen. Haben wir noch eine Crook? Ne, wir haben keine Crook mehr. Dann baue ich schnell eine Crook, oder? Haben wir noch eine in der Kiste? Butterfly-Fisch, so ein Dreck. So. Mache ich. Das war dumm. So. Haben wir die Crook. So. Gib mir Setzlinge bitte. Bitte. Ja, da haben wir schon Setzlinge bekommen. Zehn Setzlinge, das ist gut. Und Silkworm 9, ist auch schön. Und zwar habe ich das in der Singleplayer-Welt schon mal versucht. Und zwar hat das auch sehr schön funktioniert. Ich baue da hinten dann aus solchen Slabs aus Holz diese Plattform und dann setze ich in einem Abstand von zwei Holzlabs zwischen jedem Dirt, setze ich dann halt ein Dirt hin, dazwischen sind zwei Holz und dann passt das mit den Bäumen nämlich auch. Nur es braucht ein bisschen mehr Bone mehr als sonst, weil man ein bisschen länger braucht, bis sie wachsen, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Das Holz ist, glaube ich, gerade abhanden bekommen, aber das ist nicht so schlimm. Hier haben wir noch was zu essen. Ach, ich bin dumm. Immer noch was zu essen. Dann fülle ich jetzt erstmal das Essen auf. Okay. Und ich sehe gerade, es regnet draußen. Das heißt, wir bauen schnell ein Oak Barrel. Und das stellen wir jetzt uns jetzt hier draußen hin. Als... Genau, ihr seht, das füllt sich jetzt hier mit Wasser. So das klassische Regenfass. Werden wir später noch brauchen. Ich weiß nicht, ob wir die Quest jetzt schon sehen. Learning to Skyblock. Nee, die sehen wir noch nicht. Die kommt nach Smoother Silk. Da kommt hier so ein ganzer Questarm. Und da ist eine, da brauchen wir das später noch dafür, das Wasser. Okay, dann gucke ich, wie viel Slabs wir jetzt schon hier rauskriegen. Ich glaube nicht so viel. So. Okay, ja, ein Stack und 12. Okay, dann fange ich jetzt schon mal damit an. Haben wir schon die Pen? Ah, generell liegt hier dieses Knochen mehr und alles erstmal. Frame Drop, lol. Was ist da los? Okay. Legen wir das erstmal alles hier rein. Die Saplings, Bone Meal, Silkworm, Pen. Ah, Crook wäre jetzt nicht so schlimm. Die drei Äpfel auf jeden Fall noch. So. Dann würde ich sagen, wir bauen das so ab hier. Das heißt, die halben Dinger müssen hier weg, weil da können wir keine Slabs draufsetzen. Was ich ein bisschen schade finde, weil wäre eigentlich logisch, dass man auf einen halben Block einen anderen halben Block draufsetzt. Aber na gut. Das sind unterschiedliche Mods, beziehungsweise Vanilla und Mod. Und kann man das schon machen. Vielleicht wird es irgendwann gefixt. Das wäre natürlich cool, aber... Ich will jetzt auch nicht mit zu hohen Ansprüchen hier kommen. So, bauen wir das hier hin. Ist doch nicht cool. Gib mir die Slabs. Gib mir die Slabs. Wir müssen echt tierisch aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Ich kann doch gerade... Ich bin inkompetent, glaube ich. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid, aber...
da kriege ich eine Nachricht auf mein Handy, Facebook. Ja, ich habe übrigens auch Facebook für LP-Renter, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So. Da werdet ihr auch mit allen Neuigkeiten informiert. Boah, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, dass ich zu viel sage, aber ich muss mich echt konzentrieren, weil wenn ich jetzt runterfalle, ja. Was denn los heute? Ich verklick mich ständig. Ist nicht schön. So, 20 haben wir noch. Ich werde hier auch einen Zaun drumherum bauen, denn dann macht das Holzernten viel mehr Spaß. Weil man dann ständig aufpassen muss, dass man hier runterfliegt. Okay, warte mal, wie müssen wir das machen? Nehmen wir mal an. Oh Gott, da unten ist Full House. Wir müssen jetzt irgendwie. Okay. Ich weiß Bescheid. Ich hoffe, die Viecher kommen jetzt nicht. Erstmal zubauen hier, dass hier niemand reingucken kann. Also gucken schon, aber nicht reinkommen. Was machen wir? Nehmen die Pen. Die hat einen richtig geilen Knockback drauf. Machen wir das so. Ja, gucke, da steht der Typ schon hier vor der Tür. Der ist down. Der ist down. Das Skelett da hinten, das klatsche ich auch noch um. Erstmal den ganzen Kram hier einsammeln. Schön. Bogen, geil. Das Skelett hat sich verpischt. Okay. Nehmen wir mal an, wir bauen den ersten jetzt hier hin. Ne, wir müssen hier noch eine Reihe ranbauen. War hier schon wieder was? Ich habe hier irgendwas gesehen. Keine Ahnung. Wir bauen hier noch eine Reihe ran, weil es besser aussieht. Nicht besser aussieht, weil es einfach komfortabler ist, dann zu ernten. Dann haben die Bäume auf jeden Fall mehr Platz und es fällt nichts runter. Und wir müssen dann erstmal wieder Holz sammeln. So. Ich nehme die Road hier mal mit, weil auf der Road läuft man schneller. Und da, einmal, wir kriegen noch ein Schild, was auch cool ist. Und ich habe so als Idee gehabt. Scheiße, wir müssen uns echt um Essen kümmern. Ja gut, dann heißt es jetzt handeln. Wir nehmen den Sapling, Bone Meal und die Silkworms. Weil wir brauchen jetzt echt diese Quest, weil da gibt es, glaube ich, was zu essen, oder? Gab es da was zu essen? Ja, Carrot Seeds, das ist eins der wichtigsten Sachen, die es so gibt, finde ich, um jetzt am Anfang Essen zu kriegen. Los. So. Und jetzt nehmen wir diese Silkwürmer, setzen, sagen wir mal, hier in die Ecke einen rein und hier. Und ihr seht, das Blatt wird so ein bisschen heller. Und da steht dann Progress 6%. 9, das steigt. Das heißt, diese Würmer machen dann aus den Blättern Fäden. Das sind so, wer sind die, Seidenspinnerwürmer oder irgend sowas? Oh, mein Handy schon wieder. Ja, und die produzieren jetzt quasi Seide halt, wie diese Raupen. Okay. Ich esse erstmal die Äpfel, weil wir dürfen echt nicht verhungern. Das wäre nicht cool. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier erstmal ein paar Bäume weg. Ich lasse dann ein Holz dort stehen, damit der Stamm quasi noch da ist und die sich nicht, damit die Blätter nicht despawnen. Okay. Passt doch genau. Nanu, einer bleibt übrig. Okay. Nee, bleibt nicht übrig. Wollte schon sagen, hä? 12 durch 3 ist 4. Und damit schöne Grüße an meine Mathelehrerin. Am besten ich markiere mir das mal. Also hier sagen wir 1, 2. Dann kommt hier der erste 1. Nee, warte, der liegt falsch. Der muss einen nach Rüben. Ein nach Rüben, ey. So, dann 1, so hier. 1, 2,
Hier und 1, 2. Ich versetze jemand einen nach Rüben. Das ist ein nach Rüben. Ey, was ist denn heute los? Das sieht besser aus. Einmal liegt er dann nicht dort so am Rand. Oh je, ich sehe schon, was da kommt. Spinnenreiter. Ah, schieß mich nicht runter, du Ei. Warum habe ich die Pen nicht im Inventar? Bin ich dumm? Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Spinnenreiter. Es ist ein Spinnenreiter. Was ist denn los, Alter? Was ist denn... Alter, nein. Yo. Ja, klar, weißt du, ich habe in jetzt generell im Vanilla Minecraft so in anderen Modpacks noch nie einen Spinnenreiter gesehen. Aber in Agrarian Skies, wo ich es wirklich nötig habe hier. Oh Mann. Okay. Also hier, wir wollten den einen drüber setzen, oder? So, eins, wo, oder muss der weg? Und da kommt dann überall ein Dirt rein. Das machen wir wieder aus den Saplings. So. Und dann eins, zwei, hier. Hier. Und hier. Das heißt, hier muss noch eine Schicht außenrum. Schön die Minimap im Auge behalten, dass hier kein Monster spawnt. Das wäre nicht so feierlich. Und. Verpiss dich. Da müssen die sich immer so an den Abgrund stellen. Schön den Knochen einsammeln. Ich glaube, das ist auch eine Quest. Okay, hier. Das soll ich eine Lehre sein, der hier oben. Mal gucken, vielleicht sind schon die ersten auf 100% genau das hier. Bekommen keine Strings? Waren die jetzt von der Spinne oder vom... Ah, jetzt kommt einer raus, okay. Ja, und damit kriegen wir die Quest ja auch voll. Wie viel Dirt haben wir jetzt? 8 Dirt, das reicht. Wir brauchen 6, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir noch 2 über, wo wir noch den anderen Kram draus machen können. Dann bauen wir jetzt erstmal hier. Diese Dirt-Teile hin. Mann, wir müssen echt uns ein bisschen beeilen, dass wir jetzt nicht verhungern. Das wäre nicht so cool. Ich bin noch nie in dem hier verhungert. In dem Modpack. Was machen wir jetzt? Ich nehme erstmal jetzt nicht die Pfanne weg. Die brauchen wir. So. Warum bekommen wir so wenig Strings daraus? Sonst gibt es ja mal sogar so viel. So. Ah, der war bei 90%. Man bekommt trotzdem String. Das ist schön. Ja, hier sind 2 gut. 100%. 58, 100. Ich habe das Gefühl, ab 90 kriegt man Strings. So. Okay. 90. 100%. Wie viel haben wir jetzt mal mit 19? Das ist nicht viel, aber damit können wir schon mal was anfangen. Und zwar 1, 2, 3. Dann haben wir Holz hier drin. 2 Sticks, die sind gut. Wir brauchen natürlich 3, was auch sonst. Na klar. Bauen wir das Holz hier ab, weil wir brauchen das jetzt erstmal kurz.
So. Schon wieder so komisch. So. Sticks. Dam, dam, dam. So. Haben wir die Angel, dann haben wir das Bett. Dann brauchen wir dieses komische. Uns fehlen Strings, na klar. Nehmen wir uns ein Sapling. Haben wir das ganze Bone. Ne, ich würde schon sagen, wir haben noch nicht das ganze Bone mehr hier verpulvert. So. Oh mein Gott, haben wir den Silkworm? Sonst muss ich nochmal das, mit der Crook hier das machen. Ja, wir haben einen Silkworm, das ist gut. Wie bekommen wir jetzt Essen? Haben wir noch irgendwas zu essen? Sieht schlecht für uns aus. Gucken, wie viel Leben haben wir noch. Sonst würde ich sagen, ich springe einfach runter. Wo stand das? Wo stand das, wie viele Leben wir noch haben? Ich habe keine Ahnung. What's your open blocks? Kein Plan. Ich glaube, das steht nur am Anfang da. Oh Mann. So, dann nehmen wir hier drüben erstmal das Teil. Komm, wachse. So, wir nehmen Sticks nochmal. Ja, ich muss das jetzt mal wegnehmen. Und Crook. Ich hoffe innerlich gerade auf einen Apfel oder irgend sowas. Das wäre extrem geil. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Und damit beende ich jetzt auch erstmal kurz die Folge, weil wir sind schon über die Zeit hinaus. Wir sind jetzt bei 18, 19 Minuten. Und ich setze den Silkworm jetzt noch an den Baum. Und dann werden wir nächste Folge gucken, dass wir ordentlich Essen bekommen. Ich guck mal, was brauchen wir noch alles für die Quest? Smithic. Den Wooden Hammer. Ah gut, dann ist nicht mehr so weit. Aber das wird knapp. Okay, und dann würde ich sagen, euch hat die Folge gefallen, hoffe ich. Und wenn ja, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung abgeben, mich abonnieren oder die, die mich bereits abonniert haben. Danke fürs Einschalten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss. Yeah.